Hallöchen Leute, ja, und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ja, ihr profitiert gerade von meiner Schlaflosigkeit. Also ich kann einfach nicht einschlafen und dachte mir, okay, machst du nochmal ein paar Chroma 2 Kisten auf. Es ist jetzt der Tag, wo ich auch das GTA-Video aufgenommen habe, also wo ich so ein bisschen über die Bewertung geredet habe. Wenn ihr das noch nicht geschaut habt, ja, schaut es euch bitte nochmal an. Und ja, ich dachte einfach, komm, machst jetzt einfach nochmal ein Video, weil, ja, du liegst eh nur im Bett und kannst nicht pennen, deswegen kannst du genauso gut ein paar Kisten aufmachen. So, wie viele von euch vielleicht ja wissen, ich habe ein bisschen reingelackt beim Kisten aufmachen. Ich habe jetzt schon irgendwie im letzten Monat 4 Knives gezogen oder sowas. Und ja, jetzt öffne ich im Nachhinein immer noch ein paar Kisten, weil ich will meine Skins so ein bisschen loswerden, weil ich zock einfach so gut wie kein CSGO mehr. Es ist, ja, es macht keinen Spaß mehr, sagen wir so. Vielleicht kommt es irgendwann wieder, dann habe ich halt noch ein Knife. Wenn nicht, dann ist es halt auch nicht schlimm. Deshalb öffnen wir jetzt einfach mal ein paar Kisten. Wer nicht weiß, was das überhaupt für ein Prinzip ist, also man öffnet jetzt hier Kisten und man kann wirklich krasse Items daraus bekommen. Also da können Items drin sein, die sind ein paar tausend Euro wert, so. Deshalb ist es halt wirklich ein Glücksspiel und es macht süchtig. Das kann man auf jeden Fall sagen, aber ich habe bislang nur Plus gemacht. Mal sehen, ob jetzt hier irgendwas drin ist. Ich denke aber nicht, weil ich habe mein Glück eigentlich echt schon aufgebraucht, aber wir werden es sehen, wir werden es sehen. So, mal schauen, was in der ersten Kiste drin ist. Ja, blaues Item, so. Wahrscheinlich 10 Cent oder sowas, naja, egal. Ich kann mich eigentlich sowieso nicht mehr beschweren, egal was jetzt kommt. Ich habe eigentlich kein Recht mehr, mich überhaupt zu beschweren, deshalb. Ja. Mal schauen. Oh, eine Galil Echo. Ja. Wenn die jetzt in gutem Zustand ist. Ja, die sieht schön aus. Warte, ich könnte eigentlich mal meine Grafikeinstellungen. Ach, die sind auch hoch. Warum sieht denn das bei mir so komisch aus? Egal. Die würde ich mir gerne mal kurz anschauen. Abgenutzt. Ja, dafür sieht die doch ziemlich gut aus eigentlich. Na gut, doch, da hat sie ein paar Kratzer. Oder warte, das war doch gerade nicht die, oder? Habe ich die doppelt? Bin ich jetzt total low? Egal. Nee, da ist sie. Einsatzerprob. Ja, Einsatzerprob, gut. Aber sieht eigentlich relativ schön aus. Muss man sagen. So, nächste Kiste. Mal sehen, ob da was drin ist. So. Desert Eagle Bronze Deko, ja. Oder Deko, keine Ahnung, ja. Keine Ahnung. Mein Glück ist einfach, es ist nicht mehr da. Hatte einfach zu viel davon. Ihr Gegenstand. Hä? Okay. Konnte nicht abgerufen werden? Das hatte ich ja noch nie. Hä? Was ist denn jetzt? Warum kann er meinen Gegenstand nicht abrufen? Warte mal. Warum kann er denn. Jetzt, hä? Jetzt kriege ich den Gegenstand. Ich glaube, die Server spacken gerade ein bisschen. Aber ich habe eh Blue gezogen, deshalb. Aber was war denn das? Jetzt geht's wieder, oder? Ja, lila Item, schönes Ding. Ja, aber was war das denn gerade? Ah, Battle Scared. Ah, sehr schön. Ja, die wird ja mal so gut wie gar nichts wert sein. Ich tippe mal 50 Cent. Oder? Keine Ahnung. 50 Cent tippe ich einfach mal. Was? Immer noch 2 Euro? Alter Schwede. Also, die sieht ja mal mega ugly aus. Egal. Komm, Gaben. Jetzt wirst du mir nochmal was ziemlich Nices geben. Dann kann ich nämlich auch mich nochmal in Ruhe hinlegen. Ah, egal. Mein Luck ist aufgebraucht. Es ist einfach so. Oder war gerade die Mac-10? Na. Oh, ja, doch. Doch. Das ist ganz in Ordnung eigentlich. CZ Stat-Track. Ja. So, nochmal. Wahrscheinlich, obwohl ich gerade so viel Scheiße ziehe, habe ich immer noch mehr Glück als, ja, die ganzen anderen. Ah, nochmal diese Desert Eagle, ey. Heute ist nicht mein Tag. Machen wir die auch nochmal auf. AWP Wormgold, ja. Ja, doch. Ja, die sieht auch. Naja, die wird aber nicht FN sein. Oder doch? Also, ich kenne AWP Wormgolds, die glänzen richtig, wenn sie FN sind. Die sieht irgendwie so ein bisschen so dunkel abgenutzt aus. Aber wenn die FN ist, ja gut. Ist sie trotzdem ihre 3 Euro wert? Dann akzeptiere ich das so. Vielleicht können wir gleich noch einen kleinen Trade abmachen. Ja, gut. Wir haben keinen Luck mehr, Jungs. Aber trotzdem. Wir haben zumindest mal aus, ja, 10 Kisten haben wir 4-mal lila gezogen. Das ist also wirklich, wer sich nicht auskennt, das ist auf jeden Fall mehr als der Durchschnitt. Also, ja. Ich überlege gerade, können wir irgendeinen Trade abmachen? Ja, wir könnten Blue Item wahrscheinlich, oder? Nee. Von denen anscheinend nicht. Weiß jetzt auch nicht warum. Weil das wahrscheinlich keine Collection ist, ne? Okay, Blue geht doch nicht. Wir müssen ja immer aus einer Collection sein. Ich könnte hier
ein Pink-Item-Update machen. Trade-up. Aber das will ich jetzt einfach gar nicht mehr machen. Ja, keine Ahnung. Ja, war nicht so geil. Wie gesagt, passt eigentlich im Moment. Ja, hat sich nicht wirklich gelohnt, Leute. Ja, so ein bisschen lustlos kam das jetzt hier alles rüber. Ist jetzt nicht so gemeint. Es ist einfach spät in der Nacht. Ich dachte einfach mal, komm, lachst doch bitte mal rein. Hat nicht geklappt. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat oder ihr sowas nochmal sehen wollt, könnt ihr ja trotzdem die Bewertung dalassen. Wenn nicht, ja, dann nicht. Morgen wahrscheinlich wieder Minecraft oder sowas. Vielleicht auch GTA. Mal schauen. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, keine Ahnung. Und haut rein.